Und damit begrüße ich euch zur, ja, mittlerweile 22. Folge des Filmtalks, glaube ich. Ja, es geht mal wieder um, ja, um was geht es? Natürlich um drei wunderbare Filme, die ich in der letzten Woche gesehen habe. Und ja, wir wollen nicht viel Zeit verlieren, ne? In dieser Woche geht es um den König der Löwen, ja, an den Klassiker schlechthin, um 12 Years a Slave und schlussendlich um IP Man, wie ich ihn vielleicht früher mal genannt habe. Nein, natürlich Ip Man. Aber wir fangen mit König der Löwen an. We are all connected in the great circle of life. Walt Disney Pictures presents its all-new 30-second full-length animated motion picture, The Lion King. He was born to rule. This'll all be mine? Everything the light touches. Wow. But a shadow lies over the kingdom. I will be king! Run away and never return. So, ja, ich muss etwas zugeben. Ich habe tatsächlich bis letzte Woche oder bis zu dieser Woche noch nie König der Löwen gesehen. Beziehungsweise es kann sein, dass ich ihn vielleicht mal als kleines Kind gesehen habe. Aber wenn, ist es wirklich schon so lange her, dass ich mich wirklich 0,0 mehr daran erinnern kann. Was komisch ist, weil ich eigentlich so die ganzen anderen Disney-Filme früher und so, die habe ich echt gerne geguckt. Vor allen Dingen die Disney-Serien und so habe ich früher halt relativ viel geguckt. Trotzdem ging König der Löwen irgendwie immer an mir vorbei. Ich wusste zwar von diesem Film schon immer, aber irgendwie hat es gedauert bis jetzt, bis ich ihn endlich mal geguckt habe. Daher aber immer von vielen als der beste Disney-Film, überhaupt einer der besten Filme aller Zeiten betitelt wird, dachte ich mir, komm, auch wenn ich mittlerweile eigentlich kaum mehr so eine Kinderfilme gucke, den muss ich mir trotzdem nochmal angucken und das habe ich jetzt getan. Achso, ich habe hier gerade einen falschen Eintrag auf den Moment. So, ja, König der Löwen, der 32. abendfüllende Zeichentrickfilm von Disney, aus dem Jahre 94, ja genau, aus dem Jahre 1994, von Roger Ellers und Rob Minkoff, kennt keine Sau, aber ist ja auch egal. Ja, ne, aus dem Jahre 1994, der Klassiker der Disney-Filme und ja, ne, habe ich eben schon gesagt. Fassen wir einfach die Story zusammen. Also, worum geht es in König der Löwen? Muss ich ja eigentlich nicht groß erklären, das weiß wahrscheinlich sowieso jeder, aber ich tue es trotzdem nochmal. Es geht um den jungen Löwen Simba und dessen Vater Mufasa. Die sind quasi so die Oberkings, ja. Nee, also es spielt halt in Afrika, logischerweise. Ist auch Afrika, ne? Ja, doch. Ja, klar, Afrika. Und dort leben alle in Einklang. Alles ist wunderschön. Ein bisschen, vielleicht ein bisschen unlogisch, aber das tut dir nichts zur Sache. Ist Disney, dürfen das. Und ja, dort gibt es eben den Löwenkönig Mufasa und dessen Sohn Simba. Der Simba, der soll eines Tages quasi die Herrschaft des Königs, die Königschaft eben erben, logischerweise. Und ja, momentan ist es allerdings noch nicht der Fall, denn Mufasa lebt ja noch. Und ja, alle leben in Einklang. Dann passiert es doch eines Tages, dass der Bruder von Mufasa, namens Scar, der jüngere Bruder ist, der ist so ein bisschen jealous und ja, will halt die alleinige Herrschaft. Und inszeniert daher, oder was heißt inszeniert, und ist daher für, Achtung Spoiler, aber das weiß sowieso jeder, schlussendlich für Mufasas Tod verantwortlich. Also er tötet Mufasa und gibt anschließend dem Simba die Schuld daran, mehr oder weniger. Der ist ja noch ein kleines Kind, der kann das noch nicht so richtig verarbeiten, was da eigentlich gerade passiert ist und was da eigentlich, wer daran schuld ist. Daraufhin verzieht er sich, begibt sich in den Dschungel quasi und lebt dort sein Leben. Dort trifft er auf Timon und Pumba, sehr klassische Charaktere des Films, die ja auch eine eigene Serie hatten, die ich tatsächlich sehr viel gesehen habe früher, aber den Film nicht. Und ja, allerdings dauert es halt, oder ja, dort wächst er dann eben auf, wird zu einem jungen Erwachsenen, allerdings wird ihn seine Vergangenheit irgendwann einholen und der muss sich quasi seiner Vergangenheit stellen und seinen Platz im Circle of Life finden, was ja quasi auch der Soundtrack hier ist, ne, mit Circle of Life von Elton John, ne, genau. Ja, was kann ich zu König der Löwen sagen? Also wie gesagt, es ist ein Klassiker, es ist ein, oder viele sagen, es ist wirklich der beste Disney-Zeichentrickfilm, wenn schon nicht der beste Film aller Zeiten. Da ich jetzt natürlich, da mir so ein bisschen die Nostalgie fehlt, würde ich ihn vielleicht nicht unbedingt in diese Sparte packen. Dennoch bereue ich es absolut nicht, ihn gesehen zu haben, denn tatsächlich ist dieser Film selbst heute noch unglaublich gut.
Also, mal ganz abgesehen davon, dass der Film wirklich gut aussieht. Also, die ganzen Zeichentrickgeschichten und die Animation, das sieht schon sehr, 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 sehr schön aus. Ist aber auch so diese Story halt sehr, wie nennt man das? Immer noch aktuell. In dem Sinne, dass ich halt, obwohl ich jetzt älter bin. Denn das, was dieser Film auf jeden Fall auch ganz gut macht, was ja zum Beispiel dann auch die Pixar-Filme später eigentlich fast immer in ihren Filmen eingebaut hat, ist so eben, dass es eine Thematik hat, die auch Kinder verstehen, die aber im Endeffekt auch für Erwachsene interessant ist. Da es hier also ein bisschen um Erwachsenwerden, um Verantwortung übernehmen, um seine Bestimmung, seinen Platz im Leben zu finden, eben sein Leben leben, so nach dem Motto. Und das ist ja so ein bisschen alles Themen hier in dem Film. Und das bringt der Film selbst heute noch unglaublich gut rüber. Dazu der Film, gerade mit Timon und Pumba, natürlich auch sehr lustig. Vielleicht nicht der lustigste Disney-Film, aber auf jeden Fall mit Timon und Pumba, zwei klassische Charaktere. Der traurigste wahrscheinlich auch noch mit, wie gesagt, Mufasas Tod, der wirklich wahrscheinlich vielen Kindern damals echt schwer an Nieren ging. Ja, mir natürlich, ich kannte die Szene natürlich schon, deswegen hat es mich jetzt nicht so getroffen, aber doch noch ein selbst heute unglaublich schöner Film, den man sich eben vergeben kann. Kleine Sache, was ich ganz witzig fand, der Film ist ja relativ kurz. Also der geht nur 1,5 Stunden, was jetzt nichts ungewöhnlich ist, aber ich finde, der Film ging für mich unglaublich schnell vorbei. Also mir kam das so vor, als wenn ich den Film gemacht habe, 5 Minuten später war schon wieder vorbei, weil irgendwie so die ganze Geschichte, das ging relativ schnell. Gerade so, vielleicht so ein bisschen Kritik, der erste Akt, sagen wir mal, war relativ lang. Die letzten beiden Akte waren dann relativ kurz. Aber, trotzdem toller Film. Kann man sich auf jeden Fall noch angucken und schadet auch nicht, den noch im Erwachsenenalter nachzuschauen. So, dann kommen wir jetzt auch schon zum zweiten Film, ja. Und zwar zu 12 Years a Slave. I want to ask you what part of the country you come from. I originate from Canada. I guess where that is. Well, I know where Canada is. I've been there myself. Well, travel for a slave. Solomon Northup is an expert player on the violin. I was born a free man, lived with my family in New York. Be good for your mother. Until the day I was deceived. To Solomon. Kidnapped, sold into slavery. Well, boy, how you feel now? So, 12 Years a Slave, ein Film, den wahrscheinlich auch sehr viele von euch kennen. Das ist ein neuerer Film aus dem Jahre 2012, ja, hat er auch damals den Oscar als den besten Film gewonnen. Und, ein Film von Steve McQueen, ganz witzig, der Regisseur heißt Steve McQueen, ist es allerdings nicht der Steve McQueen, denn Steve McQueen war auch ein relativ bekannter Schauspieler, der irgendwie schon in den 80er Jahren, glaube ich, gestorben ist. Ich sehe gerade, die Musik ist von Hans Zimmer. Wusste ich auch noch nicht. Okay, König Löwe übrigens auch von Hans Zimmer. was wollte ich sagen? Achso, von Steve McQueen, also ein jüngerer Steve McQueen, der das Thema der Sklavenbetreibens thematisiert. Also das Spiel, ja, ich mag auch Videospiele. Der Film spielt im Jahre 1841, beziehungsweise fängt im Jahr 1841 an, streckt sich über 12 Jahre, ne? Und im Mittelpunkt steht der afroamerikanische Mann Solomon Northup, gespielt von Chiwetel Ejiofor. Keine Ahnung, hat in recht vielen Filmen mitgespielt, habe ich danach herausgefunden. Ich kannte ihn davor eigentlich noch so gar nicht. Naja, ich schweife viel zu viel ab gerade. Geht es um eben diesen Afroamerikaner, der ist ein freier Mann, wohnt in New York und ist sehr wohlhabend, hat auch eine eigene Familie. Eines Tages kommen so zwei Zirkusfritzen daher, also so zwei Leute, die einen Zirkus betreiben, und fragen ihn, ey yo, hast nicht mal Bock mit uns ein bisschen unsere Show musikalisch zu untermalen, denn er spielt die Fiedel, so heißt es, ne? diese Minigeige. Daraufhin sagt er, yo, und kommt mit. Und ja, plötzlich passiert es, dass er dann am nächsten Morgen in Ketten aufwacht. In einem, war das schon in dem Boot? Nee, ich glaube nicht, ne? Naja, zumindest wacht er dann halt an Ketten auf und stellt fest, dass er gerade zu einem Sklaven geworden ist. Also er wurde quasi entführt und wird jetzt in New Orleans an Sklavenhändler verkauft. Und ja, der Rest der Geschichte ist dann halt, wie der Titel schon sagt, beschreibt dann quasi sein Leben in der Sklavenschaft, in der Sklaverei. Sklavenschaft? In der Sklaverei für 12 Jahre. Und mehr möchte ich an dieser Stelle noch gar nicht erwähnen. Es passieren natürlich noch so ein paar Konflikte, so ein paar Sachen. Es gibt dann auch noch die Geschichte von dieser anderen Frau, der Patsy, genau so hieß sie, die auch übrigens einen Oscar dafür gekriegt hat für ihre Rolle. Und lasst euch überraschen.
Oh Gott. Was natürlich an dem Film, was diesen Film wahrscheinlich sehr, oder wie nennt man das, was diesen Film groß gemacht hat, was natürlich viele mal in diesem Film quasi erwähnt haben und gut geheißen in Anführungszeichen haben, ist diese extreme Ehrlichkeit, Ernsthaftigkeit dieses Films, nennen wir es mal so. Denn Sklaven wurden damals wie Dreck behandelt, sagen wir es einfach so. Und das wird hier halt ziemlich eiskalt und klar dargestellt, was natürlich in dieser einen Szene, in der die junge Frau ausgepeitscht wird, sehr schon ziemlich hart dargestellt ist. Also wirklich, ich kann es ja einfach mal schon mal so ein bisschen verraten. Dort wird sie eben ausgepeitscht, wird an einen Pfahl gebunden und du siehst halt wirklich, wie dieser Michael Fassbender, übrigens auch, ne, Michael Fassbender spielt hier den einen Sklaventreiber, richtig, richtig gut. Also richtig gut. Also alles Top-Schauspieler, wirklich. Das ist sogar mir mal aufgefallen. Ich, der selbst, der immer schlechte Schauspielkünste irgendwie übersehen kann. Also extrem gute Schauspielerkünste von allen. Und dieser Michael Fassbender, wie er dann eben diese Frau auspeitscht und wirklich auch die Kamera draufhält, statt jetzt irgendwie nur so einen Ansatz zu zeigen und irgendwie das rauszukarten. Nein, sie zeigt eiskalt, wie diese Peitsche da richtig in die Haut reingeht, das Blut durch die Gegend splattert. Ja, ich freue mich hier gerade ziemlich dran. Nein, tue ich nicht. Und das ist natürlich quasi was diesen Film halt damals so, was heißt damals, aber was halt so ein bisschen auch die Leute schockiert hat. Wie gesagt, daneben tolle schauspielerische Leistung von allen, eine spannende Geschichte und so eine kleine Kritik, kann man mal wieder sagen, was vielleicht, ich weiß nicht, ob es eine Kritik ist, aber was mir zumindest aufgefallen ist, der Film heißt ja 12 Years a Slave und er spielt halt über 12 Jahre, was ja der Titel sagt. Ich muss aber sagen, wenn ich nicht diesen Titel wüsste oder der Film nicht so hieße, dann wüsste man nicht, dass der Film über 12 Jahre spielt, weil irgendwie kriegt man diesen Film kein Zeitgefühl. Also ich habe das Gefühl, wenn ich den so gesehen hätte, hätte ich vielleicht gedacht, das geht so über 2 Jahre oder so. Weil im Endeffekt gibt es dort halt keine Zeitpunkte. Also wird nicht gesagt, welches Jahr wir gerade schreiben, so außer am Anfang halt. Und allgemein auch so ein Alterungsprozess oder so ist halt nicht wirklich zu sehen. Ich meine, 12 Jahre sind jetzt auch nicht so viel, also wo man jetzt groß altern könnte. Aber trotzdem irgendwie, das fehlte so ein bisschen. Also hätte man da vielleicht so ein bisschen mehr so diese Zeit irgendwie eingebaut, dann hätte das Ganze vielleicht noch ein bisschen dramatischer geklungen, weil man dann wirklich merkt, der hat gerade 12 Jahre seines Lebens verloren, mehr oder weniger. Dann wäre das noch ein Tüpfelchen besser, aber wirklich trotzdem ganz krasser, toller, in Anführungszeichen, Film, den man unbedingt gesehen haben sollte. So, dritter und letzter Film dieser Woche. Kommen wir zu Ip Man oder Ip Man oder IP Man. For a nation devastated by war. One man embodied freedom and the courage to prevail. Bound by honor and destined to be a champion, he would fight to protect his people and the traditions that gave him strength. Ja, Ip Man ist ein Film, den ich schon länger kenne, von dem ich schon länger gehört habe. Ein asiatischer Film mal wieder aus der asiatischen Küche, nennen wir es mal so. Fangen wir von vorne an. Also ein Film, den ich schon länger irgendwie im Gedanken hatte, den ich schon länger kannte, den ich dann allerdings empfohlen bekommen habe vom guten GameSoccer. Hallo GameSoccer, falls du gerade zuschaust hier. Der gesagt hat, guck dir mal an, du Arsch. Und das habe ich jetzt endlich mal getan, vor allen Dingen, weil es den ja auch bei Netflix gibt, dachte mir, kann man das ja endlich mal tun. Habe ihn deswegen auch ein bisschen weiter vorne auf die Liste getan. Und worum geht es? Also, Ip Man, ein, wie gesagt, asiatischer Film. Ich bin durchaus Fan des asiatischen Kinos. Old Boy zum Beispiel ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und ich habe bisher nicht viel gesehen aus nicht viele asiatische Filme, aber bisher mochte ich tatsächlich auch alle. Deswegen möchte ich auf jeden Fall auch nochmal mehr gucken. Was wie Infernal Affairs oder die anderen Park Chan-wook-Filme oder hier Snowpiercer zum Beispiel, ist ja so ein Hype-Film, den stehen auch alle auf meiner Liste. Naja, Ip Man oder Ip, sag schon Ip Man. Ja, Ip Man, ne, also der Hauptcharakter heißt Ip Man, ne, ist ein chinesischer Name, deswegen heißt der Film so. Ich dachte halt früher immer, der heißt irgendwie, ganz am Anfang habe ich irgendwie mal IP Man genannt, keine Ahnung. Dachte mir, Ip Man ist vielleicht so ein cooler Name für den, ja, Man, er ist der Man, Alter. Keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. Ip Man, ne, ist ein Film, also ist quasi ein biografischer Film. Es geht um diesen Charakter oder um diese Figur Ip Man. Der lebte von den
späten 19. Jahrhundert bis irgendwann in die 70er. Und ja, es ist quasi, also ihn gab es wirklich, ne? Und es ist hier quasi ein biografischer Film darüber. Oder ein Abschnitt seines Lebens. Ich weiß gar nicht, so ein paar Jahre. Also er spielt in den 30er Jahren. Und ja, am Anfang des Films geht es so ein bisschen darum, er wird halt, also Ibn Martin ist halt der Kampfkünstler schlechthin. Also er hat das Wing Chun, ganz witzig, da kann ich gleich nochmal eine Anekdote zu bringen. Mache ich lieber gleich, bevor ich es vergesse. Wing Chun habe ich auch mal gemacht. Beziehungsweise ich hatte ja auch mal so einen Selbstverteidigungskram früher gemacht. Nicht lange, irgendwie so 2 Jahre oder so. Und das ist auch schon viele Jahre her und das war auch nicht wirklich groß professionell, glaube ich. Aber ganz witzig, dass ich so einige Techniken tatsächlich wiedererkannt habe. So ganz bisschen zumindest. Ich war nie gut und ich kann auch wirklich gar nichts mehr, aber ich wollte es trotzdem mal erwähnen. Ganz witzig. Ja, und der wohnt eben in China, in, keine Ahnung, in der Stadt Foshan steht da, genau. Und er geht dort eben als der beste Kampfkünstler, der beste Wing Chun Meister aller Zeiten, so nach dem Motto. Und allgemein ist diese Stadt halt für seine Kampfkünste bekannt. Er lebt da in wohlhabender Manier, ja, zeigt so ein bisschen den Leuten, wie geil er ist. Und dann gibt es irgendwann den zweiten Akt, ja, wieder der nächste Akt, in dem dann quasi, ja, ne, 30er Jahre, ihr wisst, was da alle passiert ist, der Zweite Weltkrieg bricht aus. Und ja, die Japaner marschieren in China ein und töten viele Leute und vertreiben viele Leute. Und so passiert es auch, dass Ip Man und seine Familie auf der Straße landen, beziehungsweise in Armut, in einem ganz billigen kleinen Mikri-Wohnung leben. Dort fängt der Ip Man eben an, auch zu arbeiten. Er fängt an, in einem Kohle zu scheffeln, war es, glaube ich, ne, genau, um seine Familie irgendwie zu ernähren und ja, hat allgemein nicht mehr so viel mit Kampfkunst am Hut, weil er eben dafür keine Zeit mehr hat. Dann passiert es aber auf einmal, dass die japanische Regierung daherkommt, oder Regierung, also die Besetzer daherkommen und sagen, yo, hier, ne, die Stadt, ihr seid doch voll die geilen Kämpfer, kommt mal mit. Und so passiert es dann, dass quasi der Ip Man zuerst sich weigert zu kämpfen, dann allerdings doch teilnimmt, um irgendwie Reis zu gewinnen, wo das gar nicht seine Ambition ist, sondern um, und da möchte ich nicht spoilern, also er fängt an zu kämpfen gegen die japanische Regierung, weil sie bieten ihm halt an, quasi zu kämpfen, ne, weil sie ja auch, Japaner haben ja auch ein bisschen Kampfkünste drauf und so, ne, und ich würde jetzt ein bisschen was verraten, wenn ich jetzt näher eingehe, zumindest passieren dann wieder so ein paar kleinere Plot-Twists und ja, allgemein wird so ein bisschen so quasi, ja, ne, ihr wisst schon, was ich meine. Also passiert noch mehr. Ich gucke ihn euch einfach an, dann wisst ihr, was ich meine. Ich kann da gar nicht viel zu sagen. Und was natürlich an diesem Film, oder was in erster Linie wichtig an diesem Film ist, weshalb ich auch das asiatische Kino, zumindest das asiatische Action-Kino, mittlerweile deutlich mehr mag als das Hollywood-Kino, ist die handgemachte Action. Denn die Leute kloppen sich hier wirklich. Es ist nicht irgendwelch CGI-Gewitter und vor allen Dingen auch nicht irgendwelche geschnittene und dann wird gar nicht raufgezeigt, so wie bei fast allen Kampfkunstfilmen Taken aus Amerika. Leute kriegen wirklich was auf die Fresse, es sind echte Choreografien, es ist unglaublich realistisch dargestellt und das ist eben das, was diesen Film so groß macht, dass es eben, ja, wie ich schon sagte, handgemachte Action ist und die ist auch wirklich unglaublich gut gemacht in diesem Film. Was ich sagen wollte, vor allem diese Szene, die wir neulich im Stream sogar geguckt haben, die Szene, in der 10 Japaner da eben easy alle abschlachtet, aber ne, besiegt, ist schon, wahrscheinlich so eine der bekanntesten Szenen oder auch das Finale, das ich auch schon, was wir auch im Stream gesehen haben, wo er dann gegen einen Typen kämpft und das quasi wirklich so ein extrem spannendes Duell ist, weil eben beide Kämpfer hier wirklich ja, auf einer Augenhöhe schon fast sind. Und ja, wer halt wirklich mal was Neues ausprobieren will, es ist auch gar nicht so, wie viele andere asiatische Filme, ist es gar nicht so, es hat es nicht so eine unkonventionelle Erzählweise, es ist nicht so abstrakt, nicht so anders als das, was wir kennen, ist es schon relativ, ist schon, man kennt es. Nur, dass eben die Action extrem realistisch und anders da, also, ne, echt ist, nennen wir es mal so. Ist auf jeden Fall ein Blick wert. Mir hat der Film wirklich gut gefallen, vor allen Dingen auch so die ganze Spannungskurve am Ende, die ich natürlich nicht spoilern möchte an dieser Stelle. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Also, ne, Gamesogger, danke, dass du mich auch nochmal empfohlen hast und ja, ich bin am Überlegen, gucke ich mir jetzt noch Ip Man 2 bis 3 an? Oder 2, 3 und Zero, die gibt es ja auch noch. Ich weiß gar nicht, wie gut die sein sollen. Wenn es nur irgendeine billigen Fortsetzungen sind, die kein Mensch sehen will, dann weiß ich nicht, ob ich das tue. Aber ich glaube, die sollen auch ganz gut sein. Also würde ich mir die vielleicht auch nochmal reinziehen. Aber erst ein bisschen später. Jo, dann sind wir auch schon durch mit der dieswöchigen, mit dem Filmtalk für diese Woche.
Ip Man, würde ich sagen, ist sogar das Highlight der Woche. Ja, hat mir, vor allem deswegen, weil ihn wahrscheinlich viele nicht kennen, hat mir wahnsinnig gut gefallen und allgemein waren drei sehr, sehr gute Filme diese Woche dabei. Ip Man ist übrigens ab 18. Warum ist er ab 18? So brutal ist er nun auch wieder nicht. Naja, gut, ne? Würde sagen, ich bin durch für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann nächste Woche bei drei wunderschönen neuen Filmen wieder. Bis dahin.